Hallo, ich bin Maria und ich bin heute für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Hamburg unterwegs. Ich darf heute Ehrenamtliche interviewen aus ganz Deutschland, um mehr über ihr Engagement zu erfahren. Gemeinsam wollen wir mit diesem Projekt das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz stärken und auch darauf hinweisen und euch zeigen, dass jeder Einzelne sich mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Denn egal was du kannst helfen. Jetzt darf ich mit Peyman Adhami sprechen, der gerade seine Grundausbildung beim Technischen Hilfswerk in Kaldenkirchen macht. Wie bist du dazu gekommen, dich für ein Ehrenamt beim THW zu bewerben? Ich kann das schon erinnern. Das war ein Nacht. Ich habe auf YouTube etwas gelernt und habe einen kleinen Link unter von diesem Video gesehen. Und hat meine Aufmerksamkeit bekommen, genau. Und dann habe ich geklickt und das war eine Link. Da habe ich ein bisschen auch recherchiert, was ist THW, was machen die Leute da. Und dann habe ich gesagt, muss ich das versuchen auch machen. Peyman, kannst du mir von deinem Leben erzählen? Wie bist du, seit wann bist du in Deutschland? Was hast du hier gemacht und was sind deine Ziele? In der Mitte von 2018 bin ich aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Und wie alle Menschen, die leben wollen, ich wollte auch leben einfach. Und als ich hier neu war, verstand ich nur Bahnhof. Ich habe gar nicht verstanden, nur konnte ich Hallo sagen und Tschüss. Und das war ein bisschen schwierig. Und dann ein bisschen später habe ich ein paar Leute kennengelernt, habe ich mich wiedergefunden, konnte ich ein bisschen mein Ziel wieder denken, was will ich von dieser Welt. Und dann habe ich angefangen, habe ich selber durchgelernt, ich habe keine Schule gehabt. Was für ein Ziel hast du innerhalb des Technischen Hilfswerkes? Was möchtest du da mal machen? Also, als ich diese THW kennengelernt habe. Ich hab verstanden, gibt es eine Fachgruppe Auslanddienst. Und das war für mich ganz interessant. Und Gott sei Dank, hier in Deutschland gibt es viele Hilfer und Helferinnen, dass die in Deutschland helfen können. Aber im Ausland gibt es viele Menschen, die brauchen spezielle Hilfe und gibt es keine Leute zum Hilfe. Und ich möchte gerne für die Leute, die nichts in ihrem Leben haben, da sein und helfen. Und kann jeder mit dieser Ausbildung anfangen oder muss man was ganz Bestimmtes schon können oder gelernt haben? So wie du hast ja auch was gelernt. Muss jeder so? Nein, überhaupt nicht. Kann jeder anfangen. Was man kann, ist egal. Und zum Beispiel, ich habe als Bauingenieur studiert, aber hier beim THW, wir fangen von Null. Wir fangen eine Ausbildung an und beenden wir das. Wir lernen alles mit. Und Antwort ist nein, kann alle da kommen und einfach helfen.